Wahrsagerin. Es war einmal in London. Hier lebte ein Mann, der so seinem Beruf nachging, aber nicht besonders freudvoll. Er musste den ganzen Tag Zahlen zusammenrechnen für seine Firma. Und es war ein heißer Sommer, als er da so saß und die Zahlentabellen zusammenrechnete, als er etwas sah, das ihn doch etwas befremdete. Denn in der Straße zu seiner Firma, da stand eine Frau, also die stand da ganz alleine mit einem seltsam zerfetzten Kleid, das sah eher aus wie ein grauer Sack. Und diese Frau sah in das Fenster hinein und schien ihm direkt in die Augen zu blicken. Und sie hob ihren Arm und bedeutete ihm mit ihrem Finger, dass er kommen sollte. Aber was ist das denn, dachte er. Er sah wieder auf seine Zahlenreihen, sah wieder aus dem Fenster und sah nichts. Na, dachte er, ich bin überarbeitet. Gott sei Dank habe ich ab morgen Urlaub. Denn darauf freute er sich schon seit langem. Und er hatte in der Tat 2 Wochen Urlaub und das war natürlich ganz fantastisch. Naja, dachte er sich, seltsame Dinge geschehen, was soll's. Als er nach Hause kam, da wollte er sich gemütlich machen und er schüttete sich eine Tasse Tee auf und dachte sich, ach, ich habe lange nicht mehr im Lexikon nachgelesen, was es so alles gibt auf der Welt. Das machte er ganz gerne. Und er guckte so und auf einmal kam er auf Hexe und er sah eine Hexendarstellung. Oh. Und er fühlte sich wieder erinnert an die seltsame Frau. Und als er den Tee getrunken hatte, da war es ihm, als würde der Teesatz so geordnet sein in der Teetasse, dass er irgendwie das Gesicht einer Hexe nachgebildet hätte. Och, dachte er sich, es wird Zeit, dass ich zu Bett gehe. Und er ging schlafen. Am anderen Tag wurde er durch Klingeln an der Tür munter gemacht. Da stand sein Freund vor der Türe und er sagte, hör mal Kumpel, du hast doch Urlaub. Lass uns doch etwas machen, wo wir uns richtig entspannen können. Ich wollte mit dir zur Kirmes gehen, zum Kirmesplatz. Ja, da sagte der Mann, das ist gut, das will ich auch gerne mit dir machen. Naja, und sie gingen los und gingen auf den Kirmesplatz. Doch als sie da auf dem Kirmesplatz waren, da war es dem Mann so, dass er viel Durst bekam. Naja, er war ja auch so froh, dass er Urlaub hatte. Und er trank Bier in einer Bude und auf einmal merkte er, wegen der wahrscheinlich schlaflosen Nacht, wegen dieser komischen Erscheinung mit Hexe und dem Teesatz und dergleichen, dass er immer mehr trank und dann schläfrig wurde. Und in der Tat, unser Mann, der schlief auch auf der Kirmes ein, am Tisch. Und er hatte einen Traum, einen kurzen Traum. Er sah den Kirmesplatz und alle Leute rannten irgendwie weg. Nur ein Junge, der blieb stehen und er hatte einen schwarzen Luftballon in der Hand. Und er wachte wieder auf. Ach, sein Freund war da und sagte, komm endlich weiter, meine Güte, am helllichten Tag zu schlafen, schämst du dich nicht? Naja, beide lachten und sie gingen weiter. Und da kamen sie an ein Zelt und da stand das Zelt der Wahrsagerin. Naja, sie gingen hinein, aber der Freund des Helden unserer Geschichte wollte eigentlich sich nur was deuten lassen. Doch als er gar nicht mehr herauskam, da ging unser Mann gucken und die Wahrsagerin, meine Güte, das war die Frau, die er gesehen hatte in der Straße. Und die Frau sagte, komm, junger Mann, ich lese Ihnen die Zukunft. Und wie in Trance ging er hin und sie las die Zukunft. Und sie sagte, alles wird gut gehen. Sie müssen nur immer die Nerven bewahren und nichts machen, was sie sonst auch nicht machen würden. Gut, dachte der Mann, das will ich tun. Doch die Wochen vergingen und er war schon längst wieder am Arbeiten, als es immer schlimmer um ihn stand. Denn er hatte das Gefühl, dass ein Unheil sich nähern würde. Was heißt schon Nerven bewahren? Meine Güte, wahrscheinlich hat die Wahrsagerin das irgendwie,
so im übertragenen Sinne gemeint oder zynisch gemeint oder irgendwie anders. Jedenfalls, er dachte, Mensch, Nerven bewahren. Aber es ist doch so, denn der Mann dachte, er hatte immer schon Sehnsucht nach Australien gehabt. Er wollte so gerne mal ans andere Ende der Welt. Und vielleicht ist das doch, dachte er, ein Fingerzeig, das zu tun. Und dann fasste er den Entschluss. Er nahm all seine Ersparnisse zusammen, kündigte die Arbeit, bestieg ein Schiff und die Reise ging los nach Australien. Ja, und als dann die Reise so vonstatten ging und das Meer manchmal ganz schön gewaltig war, da fühlte er sich so frei und so lustig wie noch nie in seinem Leben. Ja, und es waren herrliche Tage an Bord und er genoss das so richtig. Ach Mensch, wunderbar war das. Doch eines Morgens war es nicht so wunderbar. Am Vorabend war schon Gewitter aufgezogen und die See war schon ganz schön unruhig. Doch nun war es ganz schön schlimm. Und es krachte und es toste und das Schiff, ja, es drohte unterzugehen, denn es kam so eine Breitseite, dass alles durcheinander flog und die Fässer hatten Löcher in die Bordwand geschlagen und es ging furchtbar hin und her und das Wasser drang ein und er dachte sich, hätte ich doch nur auf die Wahrsagerin gehört, jetzt ist mein Untergang da, das ist mein Ende. Und er verlor das Bewusstsein. Und als er wieder zu sich kam, da war er in einem Raum, in einem wunderschönen Raum, und eine sehr schöne, ja, eine sehr schöne Frau, so erschien sie ihm, wo er so lange keinen Menschen mehr gesehen hatte, so erschien es ihm, die kam zu ihm und sagte, ja, junger Mann, Sie sind gerettet worden. Sie sind angespült worden auf einem Fass, an das Sie sich festgeklammert hatten. Ach, sagte der Mann, ich weiß von nichts. Ja, und nun sind Sie hier und wir pflegen Sie gesund. Oh, wundervoll, dachte der Mann. Und es war alles wundervoll. Als er jedoch noch 3 Nächte so ziemlich einsam in seinem Zimmer war und man ihn noch nicht gebeten hatte, hinunterzukommen ins Wohnzimmer, um gemeinsam zu speisen, als er noch im Zimmer gegessen hatte und alles, da kam es so, dass in der Nacht plötzlich die Stufen knarrten und jemand ins Zimmer kam und er sah eine Silhouette, es war doch die Frau, es war doch eine Frau. Und als er Licht machen wollte, sagte die Frau, nein, mach kein Licht, und kam und küsste ihn. Und das geschah die 2. Nacht und das geschah die 3. Nacht. Schließlich war er ganz gesundet und er wollte aufbrechen, um Australien zu erforschen und sein Glück in Australien zu machen. Die Kutsche war repariert und er wollte sich von den Leuten verabschieden. Er stieg in die Kutsche, er hatte sich bedankt. Als er plötzlich etwas sah, das ihn erschreckte, denn die Gasteltern gewissermaßen guckten sehr entsetzt und schauten in eine bestimmte Richtung. Und er machte die Richtung aus und guckte auch dahin. Da war ein Schuppen und da war ein Schloss, das aufgebrochen war. Na, die ganze Türe war gewaltsam aufgebrochen worden. Und die Leute guckten ganz entsetzt zu diesem Schuppen. Und der Mann sagte, ja, was habt ihr denn nur? Was ist denn da so Schlimmes? Da sagten sie, ja, wir haben ihnen etwas verheimlicht. Denn wir haben nur eine Tochter und die hat eine ganz furchtbare Krankheit. In dem Moment kam eine andere Kutsche an. Es mussten Verwandte von den Leuten sein. Ein Junge stieg hinaus. Und die Leute sagten weiter, ja, es ist so, wir haben also diese Tochter mit einer ganz schrecklichen Krankheit und wir hatten sie eingesperrt, damit sie niemanden ansteckt, denn das bringt den Tod. In dem Moment sah der Mann den Jungen und der Junge hatte einen schwarzen Luftballon in der Hand und er wusste, das ist die Erfüllung, die grausame Erfüllung vom Kirmesplatz. Und dann hörte er noch seine Gasteltern gewissermaßen sagen, ja, wir haben eben diese Tochter und wir dachten, wir müssen irgendetwas unternehmen, denn sie hat Lepra.